So, Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Recht herzlich willkommen zum zweiten Teil zu Dinosaurs und Co. Der Super Maxi-Ausgabe von De Agostini. Unter anderem haben wir uns die Figuren schon im ersten Teil angeschaut. Wir machen heute hier gleich weiter mit der nächsten Figur. Es gibt übrigens auch noch einen super raren goldenen T-Rex hier zum Sammeln. Den habe ich nicht, aber dafür die anderen 16, die es gibt. Ja, und weiter geht's hier mit dem Ankylosaurus Magniventris. So sieht es aus. Und wie ist die Beschreibung hier? Also falls euch interessiert, wie viele und welche Dinos es hier gibt, schaut euch den ersten Teil an, falls ihr den nicht gesehen habt. Also hier der Ankylo, hier sind seine Werte hier oben. Was schreiben sie denn hier? Ankylosaurus, ein riesiger Pflanzenfresser, 6 Meter lang, fast 2 Meter hoch und breit und bis zu 4 Tonnen schwer, hat keine Angst vor Räubern, da er sich auf einige hervorragende Verteidigungswaffen verlassen kann. So sieht's aus. Hier unten haben wir das zeitliche Vorkommen, ca. 70 bis 65 Millionen Jahre. Hier haben wir das Größenverhältnis zum Menschen und ja, seid gespannt, wie die Figur aussieht. Alter Verwalter, guckt euch diesen Panzer hier an. Was für ein Brecher. Leute, das Ding ist der Knaller. Ein Riesenteil wieder gefüllt mit diesen Styroporkügelchen. Und das ist, also, guckt es euch an. Auch der steht, wackelt mit seinem Hinterteil. Der absolute Oberknaller. Was haben wir denn hier für eine Größe? Von der Höhe her komme ich auf locker 10 cm auf jeden Fall. Und wir haben hier eine Länge von 17. Ja, 17 cm würde ich sagen. Wenn ihr das Schwänzchen nach hinten biegt, ist der noch ein bisschen länger. Und ich bin hier auch wieder geflasht. Ja, wir haben hier so einen grauen Unterton. Kopf haben sie hier mit so einem, ja, rot würde ich nicht sagen. Es ist eher so ein ganz dunkles Altrosa, wo sie hier über die Schuppenplatten drüber gegangen sind. Aber echt, also für De Agostini-Verhältnisse ist es echt wirklich aufwendig bemalt. Dann hier vorne noch über den Kopf. An seinem Maul noch ein grüner Sprüher, genauso wie an den Beinen und an der Keule. Ab und zu hängt hier so ein Kunststoffkügelchen. Kann man das sehen? Mit den Dingern sind die Viecher hier gefüllt, ja. Und es ist wirklich prall gefüllt. Also nicht so, dass das irgendwie sich billig anfühlt, sondern richtig, richtig gut gemacht. Auch die Verarbeitung. Ich bin dieses Mal total geflasht. Keine überflüssigen Gussnasen oder sowas. Richtig gut verarbeitet. Ihr seht ja, die Größe alleine ist schon der Hammer. Ich habe hier echt eine Handvoll Ankylosaurus, dem sie ja ordentliche Stacheln verpasst haben. Die haben sie zusätzlich noch, ich würde nicht sagen weiß, sondern in einem ganz, ganz hellen Grau bemalt. Ja, alles ganz weich, alles aus Gummi. Ihr hört auch das Rascheln der Kugeln. Und auch hier die Details wieder wunderbar gelungen. Hier ist wieder so ein Kunststoffteil. Ja, guckt es euch an. Augen haben sie schwarz gemacht. Ein paar nette Details. Ihr seht die Falten am Kopf. Ihr seht hier vor allem schöne Schuppen, die sich hier wirklich über den ganzen Körper ziehen. Also ich finde es für die Art, was De Agostini sonst hier für die und Co-Serie produziert, hammermäßig umgesetzt. Und so viele Details habe ich noch bei keiner anderen Serie gesehen. Wirklich. Also hier alleine auch die Beine. Guckt euch die ganzen Falten an. Die Hautstruktur. Auch am Unterkörper. Durchgehend. Was früher komplett flach war, hat hier eine schöne Struktur bekommen. Super. Auch die einzelnen großen Schuppenplatten. Einfach toll gemacht. Hier haben wir einen schwarzen Farbklecks, aber alles halb so wild. Die Falten auch in der Haut, die Krallen hier schön zu sehen, auch an den Vorderbeinen. Die ganze Haltung, die ganze Stellung ist super. Ich sag ja, gerade für diesen Sektor ist das fantastisch gemacht. Also ein richtiger Brocken mit tollen Details, vom Kopf bis zur Keule am Schwänzchen hinten dran. Ganz fantastisch gemacht. Der Ankylosaurus, ich stelle hier nochmal den Triceratops daneben, also zwei richtige Brocken. Sieht witzig aus, wenn die so nachwackeln, ne? Also einfach nur klasse. Gegen die Pflanzenfresser wirken die
Fleischfresser nicht wirklich übermächtig. Ja, ihr wisst, was ich meine. Größenverhältnisse stimmen hier natürlich 0,0. Auch nicht unbedingt die Form. Das hier soll übrigens der Giganotosaurus sein. Ja, für mich ist das ganz klar ein T-Rex. Aber hier, komm, egal. Man hat auf jeden Fall Spaß mit den Figuren. Berner. Was haben wir als nächstes? Wow, okay. Hier haben wir gleich mal den Spinosaurus Ägypt Color Change. Wechselt die Farbe, ja, bei heiß oder kalt? Oder vielleicht sogar beim Sonnenlicht, sprich mit der UV-Lampe. Wir werden uns das am Schluss, wenn ich alle Dinos ausgepackt habe, anschauen. Ja, gibt dann nochmal ein extra Video. Hier haben wir den Spinosaurus noch auf zwei Beinen. Ja, hier sind die Werte hier im Kampf gegen den Giganotosaurus. Dann haben wir hier Spinosaurus mit 15 Metern Länge, 6 Meter Höhe und einem Gewicht von 20 Tonnen. Ist er einer der größten Fleischfresser, aber wenn er gegen andere Dinosaurier kämpfte, richtete er das riesige Segel mit bis zu 2 Metern langen Dornen auf seinem Rücken auf, um noch größer und stärker zu wirken. Was? Das ist mir ganz neu, aber wie auch immer, der Agostini, ne? Ja, hier wieder sein Vorkommen, 112 bis 97 Millionen Jahre, hier das Größenverhältnis zu Mensch, ja, ein kleiner Appetit haben dazwischendurch. Krass, wie sieht er aus, unser Spino? Naja, also dafür, dass er so groß und mächtig war, nicht ganz so spektakulär. Ja, das hier ist unser Spinosaurus. Ach du liebe Zeit. Naja, okay, auf jeden Fall mal eine neue Form, schön mit dem riesigen Rückensegel hier hinten drauf. Also das ist jetzt bisher so mit die unspektakulärste Figur, die auch nicht stehen kann, oder? Pass mal auf, ich mach mal die Beine ein bisschen breiter, so. Doch, er steht, gerade so. Ach du großer Gott, der Spinosaurus, wie krass. Ja, den haben sie hier in einem grünlichen Grau als Grundfarbe, einfach mit einem roten Segel. Und ja, Zähne haben sie weiß bemalt, die Zunge hier auch in eher einem dunklen Rot, die Augen schwarz betupft, der Schädel auf jeden Fall schmal gehalten. Ja, für so eine Gummifigur jetzt auch nicht schlecht umgesetzt, aber bisher steht der hinter den anderen Figuren definitiv an. Also das kann man anders gar nicht sagen. Ja, auch hier am Kopf ein paar nette Details, was die Schuppen hier angeht, muss man sagen. Die Höcker über den Augen auch nett gemacht. Hier oben ein bisschen weniger Struktur als beim T-Rex. Seitlich am Hals auch ein einfachere Schuppenmuster zu sehen, sieht aus wie eine ältere Figur irgendwie. Ja, passt irgendwie gar nicht so richtig zur Serie, wenn er mich fragt. Die Arme ordentlich lang, die Haltung okay, kann man nichts sagen. Die Beine auch relativ dünn, also gegen den T-Rex. Ja, aber dafür unten auch die Krallen extra abgesetzt. Sieht immer ein bisschen aus, als ob er Schwimmflossen hier hätte. Ja, und der Schwanz hier hinten, das Schwänzchen angeklebt, aber gut gemacht. Sie haben hier einen ganz transparenten Kleber genommen. Auch das hier natürlich schön elastisch alles, das Ganze. Ne? Könnt ihr ziehen wie verrückt. Und ja, so sieht's aus. Also der Spino haut mich jetzt nicht so weg, ganz ehrlich. Aber für D'Agostini-Verhältnisse und auch der Größe wegen echt nicht schlecht. Apropos Größe, was haben wir denn hier für eine Höhe? Also der Spinosaurus kommt hier auf 14 cm in der Höhe. Ja, wenn ich jetzt so messe, haben wir gerade mal so 15 cm. Wenn ich so quer messe, komme ich auf 19 cm. Ja, ich stelle ihm gegenüber nochmal den Giganotosaurus bzw. den T-Rex meiner Meinung nach. Dann seht ihr die beiden nochmal nebeneinander. Also Spino guckt ein bisschen drüber. Aber ihr seht schon, was ich meine. Also die Form wirkt halt wesentlich mehr in der Zeit als das hier, ne? Unser Spino. Ja, oder wenn ihr die Details von diesem Velociraptoren seht, das flasht dich einfach nur weg, ne? Knaller. Kommt dir vor, als ob der aus einer ganz anderen Serie wäre, ne? Aber okay, ne? Spinosaurus schon okay. Jubel, jubel, freu, freu. Ja, noch ein Blick auf das Segel. Hat auch noch eine einfache, aber nette Struktur bekommen. Vor allem auch die einzelnen Felder ein bisschen unterteilt. Das ist schon absolut okay. Nicht Welle Wahnsinn nach den anderen Figuren, die ich jetzt ja schon aus dem Karton gezogen habe. Aber okay, Spinosaurus, auch eine
nette Figur für diese Serie hier. Dann habe ich hier als nächstes den Brontosaurus Excelsus. Auch eine nette Abbildung. So, was haben wir denn hier für Fakten? Also rein optisch von den Farben her ist der echt nett gemacht. Ne? Die weiße Schwanzspitze, schön. Hier wieder die Werte, die er hat. Dann haben sie hier geschrieben, Brontosaurus. Mit einer Länge von 23 Metern und einem Gewicht von 18 Tonnen ist der Brontosaurus einer der größten Pflanzenfresser. Hier sein zeitliches Aufkommen, 155 bis 145 Millionen Jahre. Hier das Größenverhältnis zum Menschen und hier haben wir ihn, den Brontosaurus. Und sie haben so, ich werd verrückt, sie haben sogar die Streifen da hinten ebenfalls weiß-grün gemacht. Super, also das gefällt mir auch gut. Ne? Auch der hat eine schöne Größe. Wie kann er denn, hier ist so Gummizeug dran, wegmachen. Wie kann er denn stehen? Kann er stehen? Ja, er steht auch. Guckt mal, der Schwanz ist nur ein bisschen eingedreht hier. Aber witzig, die Streifen leider Gottes relativ einfach gemacht. Ne? Also das hier sind halt schon Premium-Streifen. Ne? Da ist das hier schon extrem einfach dagegen. Aber trotzdem, er ist nett. Wir haben hier eine Höhe, wenn er jetzt einfach so steht, von 9,5 cm und eine Länge, wenn ich das so messe, von immerhin 21 cm. Wenn ich Schwänzchen ausstrecke, komme ich hier locker auf 27 cm. Ne? Das ist doch super. Ja, gut genährt, auch ein dickes Bäuchlein, gut gefüllt vor allem. Auch hier, die Details sind nett. Also ganz einfacher Kopf, aber ich finde schon den Wulst über den Augen sehr nett umgesetzt. Er guckt sogar freundlich hier unten. Guckt euch die Details hier an. Hat man so, wie ich finde, bei D'Agostini noch nicht gesehen. Diese schöne Unterteilung vom Hals, auch diese Adern links und rechts hier runter. Ich finde es toll gemacht. Die Streifen natürlich ganz einfach, aber die Hautstruktur nicht übersehen, die ist toll. Ich sag ja, da schlackern manche traditionelle Hersteller echt mit den Ohren, weil deren Dinos, deren Hautstruktur ist nicht unbedingt besser. Ja? Also von dem her, ja, die Beine haben eine nette Länge, schöne Proportion, auch wenn sich das Gummi hier und da ein bisschen verzieht, aber das ist schon absolut okay, das Ganze. Kann man nichts sagen, Schwanz auch einigermaßen sauber angeklebt. Ja, und ich finde es toll, dass sie ja extra noch eine andere Farbe genommen haben hier hinten. Das macht die Figur umso reizvoller, wenn er mich fragt. Also der Brontosaurus in einer echt netten Größe und gar keinem schlechten Farbschema, wenn er mich fragt. Also ich finde den echt toll. Macht wirklich Spaß, auch mal so Figuren hier anzugucken. So, dann haben wir hier als nächstes den Aukasaurus. Habe ich, glaube noch nie gehört. Aukasaurus Garidoi, echt noch nie gehört. Hätte der Hörner wieder aussehen wie ein Carnosaurus, ne? Also, dann lasst uns hier mal gucken, was sie hier alles geschrieben haben. Hier wieder die Werte. Trotz seiner geringen Größe, einer Länge von nur 5 Metern und einem Gewicht von weniger als einer Tonne, ist dieser Saurier aggressiv und gefräßig. Okay? Auch hier wieder das zeitliche Vorkommen, 85 bis 83 Millionen Jahre. Hier haben wir das Größenverhältnis. Ja, hoffentlich finde ich jetzt auch den richtigen. Das müsste eigentlich der hier sein. Hat auch Streifen am Schwanz hinten. Ansonsten haben sie den komplett grau gelassen. Aber super mit diesen Stacheln, mit diesen Osteodermen in mehreren Reihen, die hier rausstehen. Cool, auch der guckt, das ist doch ein Kano. Ne? Wie ich schon sagte, den haben wir nämlich zweimal. Ich glaube, das hier stand der wirklich Carnotaurus. Also, dann haben sie ihm hier einfach nochmal zwei Hörnchen mitgegeben. Auf dem Weg kann man immer brauchen. Ja? Also, auf jeden Fall witzig. Also, die Form ist klasse. Auch er kann stehen. Steht den anderen nichts nach. Hat hier eine Höhe von 11,5 cm. Finde ich sensationell. Und wir haben eine Länge von gut 21 cm. Klasse, das Teil. Wirklich klasse Teil. Finde ich toll, dass die stehen. Bombig. Ja, also hier, Kopf, komm, fangen wir mal an. Ihr seht die Hörner links und rechts. Das sollte hier bei diesem Modell natürlich nicht sein. Die Zunge wieder dunkelrot, finde ich gut. Hier und da wieder so ein Kernchen, mit dem die Viecher gefüllt sind. Nee, das ist Gummi. Das ist Gummi, tatsächlich. Dem wächst ein Zahn noch neben der Zunge, ne? Aber ist toll, wie das Maul hier vorne zugeht.
sehr cool. Und die Zähne, wie schon gesagt, sauber bemalt. Ihr seht sogar eine Haut zwischen Ober- und Unterkiefer. Man sieht nette Details am Kopf. Ja, gerade auch was die Hautstruktur angeht, super. Die Hörner gefallen mir gut und dann halt die Stacheln in mehreren Reihen. Das ist sensationell. Auch die Hautstruktur drunter, die ist jetzt relativ einfach, aber dafür, wie schon gesagt, entschädigen A, diese Unterteilungen und die ganze Optik. Guckt euch das an. Ja, hier werden die Schuppen wesentlich aufwendiger, ne? Seitlich einfach nur so Zickzackmuster und hier über den Rücken, Hals, da werden die Schuppen richtig deutlich. Burner, oder? Klasse, vor allem unterschiedliche Größe. Das ist richtig, richtig toll gemacht. Knie, die Füße, die Krallen schön abgesetzt, haben hier noch einen Sprüher. Anthrazitfarben bekommen. Okay, das sieht alles richtig, richtig gut aus. Für die Agostini-Verhältnisse der Oberknaller. Die kleinen Arme oben ziemlich kräftig, unten ganz klein. Aber auch hier die Krallen nicht ganz so verkrüppelt, wie es auch bei besseren Figuren teilweise aussieht. Ja, muss man dazu sagen. Und hier haben sie noch ein paar schwarze Streifen hingesprüht, dass sie nicht ganz so langweilig wird. Ansonsten finden wir hier nicht viel mit Farbe. Aber das ist alles absolut okay. Also da gibt's echt, also nichts zu meckern. Man kann nur staunen. Wirklich fantastisch. Also die ganze Form ist echt, echt absolut gelungen. Du erwartest das von so einer Serie gar nicht, ne? Sag ja immer, du holst dir D'Agostini und du kriegst halt echt Trash, ja? Auch das ist Trash, aber das ist richtig guter Trash. Guckt's euch an, super. Sag ja, 360 Grad Video werde ich noch machen, auch wie die Viecher hier die Farbe wechseln. Wir werden es uns auf jeden Fall noch anschauen im allerletzten Video. Also super, super. Der Kopf haut mich wirklich weg. Sieht klasse aus. Absolut egal, von welcher Seite du dir dieses Viech hier anguckst. Ne? Von vorne, Burner. Echt Burner. Komm, einen machen wir noch hier. Was haben wir? Den Stegosaurus Stenops. Ne? In der Maxi-Edition. Ich kenne auch nicht mal die normale, davon mal abgesehen. Ja? So, also hier wieder seine Werte. Und was haben sie hier geschrieben? Stegosaurus mit 6 Metern Länge, einem Gewicht von 3 Tonnen, einem Panzer aus Knochenplatten. An Rücken, Hals und Schwanz sieht er aus wie ein riesiger gepanzerter Bus. Okay, ja, hier wieder das zeitliche Vorkommen, auch schon ein Weilchen her, 155 bis 145 Millionen Jahre. Hier die Größe, ich liebe Stegosaurus, davon mal abgesehen. Und auch hier wieder ein Mörderteil. Allerdings sehr geisterhaft mit diesem gelben Auge, was sie ihm hier verpasst haben. Aber wirklich ein Riesenteil. Hier so ein Kügelchen mit dran. Guckt euch den an. Steht wie eine 1. Absolut super. Wir haben hier eine Höhe, Stacheln gemessen, von ja, gut 10 cm und eine Länge von ja, 20, nicht ganz 20,5 cm. Und super, super. Auch hier wieder die Hautstruktur. Guckt euch das an. Super gemacht. Ganz unterschiedlich große Schuppenplatten, die man hier sehen kann. Toll gemacht. Kopf, ja, typische Form halt mit den gelben Augen. Ist echt creepy. Der schnabelartige Maulfortsatz hier vorne sieht gut aus. Nasenlöcher haben sie auch. So kommt der von vorne. Und die zwei Reihen mit Platten hier über den Rücken. Ganz weich natürlich das Ganze. Mega gummimäßig zum Ziehen, zum Stretchen, zum Dehnen. Und die Stachel hinten haben sie extra noch weiß bemalt. Ja. Aber auch wieder wirklich tolle Details. Auch hier wieder der Schwanz, die Stelle hier ein bisschen reingeht. Ne? Schön gemacht, echt schön gemacht. Ich sage ja, sowas hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich habe die Bilder gesehen, musste die unbedingt haben. Und ja, ich bin wirklich, also hin und weg. Bisher der Spinosaurus ein bisschen enttäuschend, aber das, was man hier ansonsten kriegt, der Hammer, ehrlich. Der Spinosaurus auch nur, weil das jetzt nicht so unbedingt meine Geschmackssache ist, er sieht ein bisschen Vintage aus, ja, ein bisschen antiquiert. Aber die anderen, die sind toll, ne? Hier nochmal ein Blick auf die Schuppen, sogar am Bauch, ja. Dann auch wieder hier die Falten an den Beinansätzen, hier seitlich am Bauch entlang. Auch hier die Muskeln etwas strukturiert. Fantastisch, selbst diese Riesenschilder hier, noch mit einer leichten Struktur versehen, die sie mit einem ja, ganz dunklen Rot oder rotbraun besprüht haben, kommt echt toll. Kommt wirklich, wirklich toll.
So, und ich stelle nochmal die Dinos von diesem Video hier nebeneinander. Ja, also guckt es euch an, ich kriege die Viecher hier fast kaum aufs Bild, so groß sind die. Also es ist Hammer, ich freue mich schon auf die nächsten. Im nächsten Teil müsste dann der dritte Teil sein. Also falls euch die auch nur ansatzweise gefallen, freut euch drauf. Ich finde die super. Für diesen Bereich, von diesem Hersteller sowas zu kriegen, hätte ich nicht gedacht. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Teil. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.